Okay, Crimson, wie geht's denn so? Roland hier. Diese ganze Spartan-Einsatzsache ist ziemlich aufregend. Über die Mission hier kann man das wohl nicht sagen. Einfach blöd in der Gegend rumstehen. Wie auch immer, heute helft ihr ein paar Wissenschaftlern beim Wissenschafteln oder so. Die wollen, dass ihr bei ihnen rumhängt, während sie in Portalen herumstochern. Also los. Tja, gut, aber zuerst mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Spartan Ops. Also in der letzten Mission habe ich mich dezent aufgeregt und sind durch ein Portal gesprungen. Mal gucken, wie wir das hier jetzt hinkriegen. Haben wir hier Soldaten? Wir haben hier Soldaten, okay. Bevor ich da hingehe und alles startet. Das klingt gut. Dann ganz schnell die andere Seite. Ich will einen mit dem Raketenwerfer ausrüsten und der andere vielleicht eine Schrotze. Ich habe nämlich den Eindruck, dass wir hier gegen die Prometiana kämpfen werden. Und das wird dann ziemlich scheiße. Das weiß ich nämlich jetzt schon. Guten Morgen. Dr. Boyd hier. Ich brauche noch eine Sekunde. Sprechen Sie so lange mit Dr. Ruiz. Wer hätte das erwartet? Ja, schon am Anfang gestorben. Ich kann gar nicht viel machen, wenn so viele kommen. Ich würde mal sagen, meine Marines sind jetzt tot. Sehen Sie das? Ja. Nützlich. Ich bin so froh, dass ich sie habe. So, ich schnappe jetzt eine Schrotflinte. Wo war das nochmal? Einfach sterben, danke. So. Es sind einfach so viele. Es sind so unglaublich viele. Das ist mega anstrengend. Aber ich wähle dann später mal eine andere Klasse aus, wo ich noch das kleine Geschütz hinstellen kann. Ich darf das bloß nicht vergessen. Haben wir jetzt dann bald alle? Zwei noch. Okay. Ups. Das sollte ich eigentlich gar nicht werfen. Verdammt. Danach habe ich gesucht. Ja, kommt, zeigt euch jetzt. Vorhin so aggressiv und jetzt? Am Verstecken, ne? Nur in der Gruppe fühlt man sich wohl. Drecksdinger. Okay, und jetzt? Crimson, bin wieder da. Ich konnte Commander Palmer immer noch nicht erreichen. Ihre Verbindung ist deaktiviert. Sag mir lieber, wo die Feinde sind, was ich hier machen muss. Hallo? Kann mich jemand hören? Dr. White, Sie sind noch am Leben. Ich bin sofort zum Schutzraum gerannt, als der Angriff losging. Bleiben Sie dort, Doktor. Wir holen Sie da gleich raus. Crimson, säubern Sie das Gebiet. Okay. Wir haben hier Wissenschaftler, die einfach rumlaufen, währenddessen wir noch Feinde rumhaben. Okay. Die sind mutig wie immer. Das ist wirklich eine Anti-Person-Mine. Willst du mich verarschen? Ich bin verdammt effizient. Aber da kommen Feinde nach.
ja nicht mehr schön. Okay, dann die Offensive. Geht noch. Ach shit. Crimson, beschützen Sie die Forscher. Ach shit, ach shit, ach shit, ach shit. Und versteck dich ordentlich, wenn du nicht sterben darfst. Ganz ehrlich, diese Forscher halten mehr aus als meine Marines. Ich habe schon Marines schneller sterben sehen. Das hätten niemals Wissenschaftler werden sollen, sie hätten in die Armee gehört. Dass die aushalten. Rennen schon wieder, es sind wieder neue gekommen. Ich dachte, bin erst gerade fertig geworden. Rennt nicht raus, bleibt hier drin. Oh Gott, noch eins. Hey! Halt mal die Fresse, nimm Gewehr in die Hand und wehr dich! Nicht so schwierig, Abzug klicken und fertig. Mit dem Portale geöffnet werden. Er wollte es gerade ausschalten, als... Können Sie mir sagen, wo das Gerät ist, Doktor? Wie? Ja, es ist gleich da drüben. Sehen Sie es? Aber sicher. Warten Sie, wir kümmern uns darum. Da ist das Gerät, Crimson. Wenn der Doktor recht hat, sollte der Angriff enden, wenn wir es abschalten. Dann schalten wir es ab. Ich wollte einfach nur hinrennen und das Scheißding ausschalten. Ich hab die Schnauze voll. Diese fliegenden Arschgeigen, die keinen Kopf besitzen, gehen mir so das auf den Zeiger. Ich mag die Proteane einfach nicht. Die sind einfach behindert. Also die Roboter mag ich nicht. Diese hier, die Drecksdinger. Ja, danke schön. So, ich kann noch 5-mal sterben, dann habe ich keine Schrotflinte mehr. Los jetzt! Deaktivieren Sie dieses Portalgerät! Ich bin ja dran. Dr. Boyd, das Gerät wurde deaktiviert. Halt! Das sieht nicht wirklich deaktiviert aus. Dr. Ruiz hat uns nicht erklärt, wie er es deaktivieren wollte.
Das ist nicht gut. Crimson, ziehen Sie auf das Gerät. Ich bin mir sicher, Commander Palmer würde Vernichten und Abschalten in diesem Fall gleichsetzen. Okay, das ist nicht gut hier. Fuck! Doch, ich bin tot. Hast es ja gerade gesehen. Das ist unfassbar. Unfassbar! Wenn nicht so elend viele Kleine noch rumrennen würden, wäre das Ganze hier gar nicht so schlimm. Wow! Das ging jetzt fix. Kommt schon das zweite Stück Dreck, das wiederbeleben möchte. Die Kugel auf. Na. So, Halleluja. Sind wir jetzt fertig hier? Gut gemacht, Gebiet ist sicher. Crimson, bleiben Sie noch vor Ort. Ich schicke Verstärkung. Aber ich fühle mich persönlich um einiges wohler, wenn Sie dort bleiben, bis alles in Sack und Tüten ist. Alles klar. Sie haben sich sterben lassen. Niemand hat irgendjemanden sterben lassen. Tut mir leid, ich hab's nicht. Ich bin froh, dass Ihre Leute so viele gerettet haben, wie sie konnten. Entschuldigung, wie bitte? Was hat er gemeint?